Servus! Jetzt störe ich bei der Arbeit. Jetzt störe ich bei der Arbeit. Was ist Arbeit? Arbeit hat man das ganze Leben. Arbeit hat man das ganze Leben, gell? Oder heute momentan nicht. Ja, schon. Gell? Ihr schon? Wir schon. Ja. Genau. Darf ich dir mal ein bisschen was fragen, wie es euch geht jetzt in dieser Zeit, wo alles so ein bisschen verrückt ist und alles ein bisschen verschoben und anders, wo alles durcheinandergewirbelt wird? Man hat zwar ein bisschen Einschränkungen, sag ich mal, ist klar, aber so jetzt bei uns auf dem Land, wo man einen großen Garten hat und da eigentlich immer was zu tun hat, oder so ein Nebenerwerb jetzt mit dem Sturmschäden da vom Februar, da hat man dann natürlich immer was zu tun und somit fällt dann das Corona eigentlich gar nicht so auf. Und was macht's mit Erna jetzt? Also, dass jetzt alles im Wandel ist und dass sich alles verändert? Weil es wird ja nicht mehr so sein, wie es früher einmal war. Das sind schon ein bisschen Ängste, was man hat, was da auf uns noch zukommt in nächster Zeit. Weil ich glaube, dass das noch nicht so schnell vorbei ist. Ja, das wird heuer noch länger dauern, vermutlich, ja. Also, mir hat es jetzt auch getroffen, weil ich mache nebenbei auch noch Musik, also in einer Band. Echt? Ja, und Da haben jetzt natürlich die ganzen Termine von heuer sind jetzt natürlich gecancelt worden. Ja. Was ist das für eine Band? Wir machen ein Bierzelt, also Stimmungsmusik. Aha. Im Festzelte hauptsächlich. Aha. Ja, so 5 Mann und das ist halt jetzt momentan auch alles gestorben. Ja. Was spielen Sie? Trompeten, Akkordeon, Keyboard. Aha. Sie, ja. Genau. Mögen Sie eine Trompeten mal holen? Ist jetzt so sind wir mal spenden. Ja, freilich. Gut, das können wir machen, ja. Moment. Ja, das ist gut. Aber wir müssen runtergehen hoch. Ja, das machen wir. Da hast du mir gerade in der schönsten Arbeitskleidung erwischt. Das macht nichts. Ja. Schauen wir mal. Gleich mit Akkordeon und Trompeten. Was wir noch zusammenbringen. Ja, super. Da ist ein schönes Fleckerl, oder? Ja, gab's das. Soll ich mitsingen? Können wir gleich machen, aber ich glaube, dass die ein bisschen Öl braucht. Halleluja. Ja. Grüß Gott. Ich bin Arbeitsmann. Ja, das macht nichts. Wir sind jetzt einfach spontan da und machen gerade quasi Zaungespräche. Und Erna Mo, ist Erna Mo wahrscheinlich, oder? Hat gerade gesagt, er ist Musikant. Ja. Auch, ja. Ganz gut. Aber ich glaube, das hätte ich noch nicht mag. Jetzt habe ich doch 4 Wochen nicht mehr bloß, weil Corona ist. Ja, ist schon klar. Doch, einmal habe ich bloß den Sonntag, wo um 6 Uhr, wo da praktisch, was war das? Wo alle Musikanten ausblasen haben. Freude, schön, als genau. Götterfunken. Genau. Ja, genau. Halt nicht weg dran. Nein. Da bleiben. So habe ich unsere bayerische Nationalhymne noch nie gehört, vom Riedmeier Hans als One-Man-Band. Da tanzt sogar mein Team gleich mit. Bravo! Ganz gut, super! Da oben schaut auch gleich noch mal wer mit. Ganz gut. Meine Tochter, ja. Die Tochter. Genau. Ja, schön. Ja. Danke. Bitte. Gesundheit, ja. Und weiterhin viel Freude mit der Musik. Genau, wir machen. Gell? Also Servus. Servus. Da schau her, was man für nette Leute in Oberappersdorf kennenlernt. Zurzeit sind ja alle daheim, auch die Musikerfamilie Pellmeier. Die kenne ich schon lange von der Tradimix-Gruppe Losermal. Da sagelt wer. Stefan, Servus. Jetzt servus. Wir dürfen nicht so nah hinkommen, aber ich wollte mal fragen, wie es euch geht. Uns geht's gut. Euch geht's gut? Ja, schon. Wer bist jetzt du? Der Laurenz. Du bist der Laurenz und du bist? Der Cornelius. Der Cornelius. Ja, da kommt noch mal eine. Komm mal. Wer bist jetzt du? Die Clara. Die Clara. Ja. Vertragt ihr euch oder streit? Ja. Mal so, mal so. Ja, und freut ihr euch wieder, wenn die Schule losgeht? Ja, auf die Freunde. Und auf Freund. Ja. Was hat es jetzt bei euch verändert? Ich meine, 4 Kinder, ihr seid Musiker, ihr seid viel unterwegs. Normalerweise ist das Leben total turbulent und jetzt schaut es ganz anders aus. Jetzt schaut es ganz anders aus. Es ist schwierig, weil es halt früh einfach nicht gut geht. Und wir merken es natürlich mit dem Konzertbetrieb schon.
Wir spielen ja nicht mehr jetzt. Ja, ja eben, Lusamoi. Lusamoi ist ja, eigentlich voll drin im Landkreis, total bekannt. Ja. Keine Konzerte mehr. Das haben wir alles abgesagt jetzt einmal. Ja. Also, da sind wir natürlich jetzt froh, dass alle trotzdem noch irgendeinen Job haben, ja, an der Musikschule oder an die Schulen halt. Sonst wird es wirklich schlecht ausschauen, ja, muss man schon sagen. Steffi, wie geht's dir jetzt als vierfache Mutter mit digitalem Unterricht daheim? Du, ja, jetzt waren gerade Ferien, das war jetzt super. Ja. Aber der digitale Unterricht ist ehrlich gesagt eigentlich schon stressig. Also, weiß ich nicht, bei uns an der Schule ist so, von allen Seiten, also voll viele, wie sagt man da, Plattformen, wo diese Schulaufgaben hergebracht werden, das ist schon stressig. Wenn man jetzt sagt, was lernt man aus der Krise? Was nehmt ihr mit oder was wird dir bewusst? Dass man wahrscheinlich viel weniger braucht, als man hat. Und bei dir, Steffi? Man hat immer früher gedacht, man braucht das alles und man braucht den Urlaub und man braucht das und das und das. Und jetzt merkt man eigentlich, man braucht es gar nicht. Die Welt sortiert sich nein, glaube ich, das schon. Und auch, dass wir als Mensch nicht so wichtig sind und nicht alles im Griff haben, wie wir immer meinen, glaube ich. Das ist schon auch, sind immer wieder mal, gerade beim Arbeiten, weißt, da denkst du schon viel nachher. Ja. Und das ist schon, wo ich mir denke, ja, es gibt halt noch einen, der vielleicht mehr im Griff hat wie mir. Ja. Das sind schon so Gedanken. Und die Kinder, witzigerweise, gell, die schreiben Post. Also ach, die schreiben? Die schreiben ganz normale Briefe, bringen es zum Briefkasten. Die schreiben wirklich. Das ist also ja toll. Voll, ja, ja, total nett. Was ich super finde, dass wir als Familie merken, wir halten es wirklich gut miteinander aus. Schön. Das ist wirklich schön. Ja. Weil sonst ist ja der Weg und der Weg und der Weg und der Weg. Das heißt, ihr wächst jetzt auch wieder mehr zusammen, ja, und ihr lernt eure Kinder auch noch mal anders kennen. Ja, schon. Und näher, also es ist alles schon intensiver. Voll, voll. Dreimal essen am Tag gemeinsam und so. Es wird wieder gekocht, ja, richtig? Leute. Ja, ja. Aha. Das geht ja sonst gar nicht. Es wird miteinander musiziert? Miteinander musiziert, ja, genau. Das war das Erste, was wir gemacht haben, Noten bestellt. Also für die zwei Streicher und die zwei Bläser, dass die zusammen Musik machen können. Weil jetzt ist ja Zeit. Sonst ist ja nie Zeit für sowas, nie. Also entweder wir sind weg am Wochenende und unter der Woche ist immer die Kinder weg. Also immer. Und die Konzerte werden wieder kommen und irgendwann. Wir werden wieder auf die Bühne. Aber ich hab mein Geigen dabei und hab mir gedacht, das war doch super, wenn wir miteinander was spielen daten. Also so mit Abstand natürlich. Ja, genau. Sollen wir da gleich mal ein Hofkonzert machen? Ja, warte mal. Ja? Ich schau aus. Das ist wurscht, das interessiert ja keinen. Hol das Akkordeon, Steffi, hol die Geigen. Ich wackel schon mal aus und dann geht's los, oder? Ja. Zaungäste gehabt. Ach, Zaungäste haben wir gehabt. Also ja, Luxus-Gartenarbeit mit Geige. Sind wir weiterspielen, oder? Na ja, von der Hand, genau. Ja. Ja, also mir gut, alles Gute, gell? Ja, selber alles Gute. Wiedersehen. Das war jetzt richtig schön. Endlich mal wieder miteinander musizieren. Mein Rundgang durch Oberappersdorf geht weiter. Die Straßen sind leer. Aber daheim ist überall wir. Grüß Gott. Wie geht's? Geht schon wieder. Geht schon wieder? Warum? Waren Sie krank? Ja. Ehrlich? Ja. Haben Sie Corona gehabt? Ja. Und wie ist das? Ich habe nicht viel gemerkt. Sie haben nicht viel gemerkt? Nein. Aha. Halsweh? Nein, nur beim Schlucker. Schlucker und ein bisschen Kaffee haben gehabt. Aha. Und dann sind Sie zum Testen gegangen? Nein. Meine Frau war krank, die hat ohne Woche vorher schon Husten gehabt. Ja. Und den hat es beim Hausarzt angerufen. Ja, es ist eine normale Grippe. Aha. Dann im Gesundheitsamt nach 3 Tagen, kann sie testen nicht, das ist eine normale Grippe. Dann ist es immer schlechter geworden. Und am Donnerstag in der Früh war ich zum Hausarzt, von da weg gleich ins Krankenhaus. Lungenentzündung, Corona. Aha. Liegt seit 20 Tagen intensiv. Ehrlich?
Wo, in Freising oder was? In Vogtarreuth. Ach, in Vogtarreuth? Ja, die haben uns verlegt von Freising nach Vogtarreuth. Aha. Ah, Wahnsinn. Mei, dann sagen Sie einer Frau bitte ganz, ganz liebe Grüß. Wenn ich wieder Kontakt haben kann. Ja, Sie dürfen ja gar nicht. Nein, Sie telefonieren mit ihr. Nein, die liegt ja im Koma. Ach so, sie liegt direkt im Koma? Ja, ja. Ich werde jeden Abend werde ich angerufen vom Arzt, wie der Zustand wieder ist. Aha. Das haben wir ausgemacht. Die rufen jeden Abend an. Aha. Und gestern das erste Mal, dass es ein bisschen besser geworden ist. Ach, Gott sei Dank. Ja, das war der erste Tag gestern. Aha. Sind Sie vom? Vom bayerischen Fernsehen? Ich habe ihn schon öfters gesehen. Das kann sein. Sieferling, ja. Ja, richtig. 100 Punkte. Wirtshaus. Wirtshausmusikanten. Ja. 100 Punkte. Gell, das schauen wir mal an. Da können uns dann auch gleich nachhauen, gell? Ja, mal was ist denn wahr? Ja. Gell? Ach, das ist heftig. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, gell? Und ich denke an einer Frau und schickt mir ihr gute Gedanken und gute Besserung. Für Gott, wiederschauen. Für Gott. Corona ist Realität und diese Realität heißt, das Leben hängt an einem seidenen Faden. Was für eine Zeit. Zum Schluss bin ich dann doch noch mal ins Dorf und hab den Autohändler Norbert Rottmüller kennengelernt. Grüß Gott. Wahnsinn, was ist denn das für ein Bulldog? Der Lanz, ein Kühlkopf. Baujahr 1951. Ja, super schön ist der Lanz. Ja. Wie gesagt, wir haben ein paar davon und das ist unser Hobby. Aha. Und was passiert jetzt bei Erna in dieser Zeit? Das ist halt jetzt einfach alles ruhiger. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Sache, ganz klar. Ja. Und weißt du schon mal, was du werden willst? Ja. Was? Mein Papa drüben Mechaniker. Ah, ganz gut. Das ist doch toll, wenn die jungen Leute schon wissen, was werden wollen. Ganz ehrlich, ich bin als Kind immer mit einem Bulldog gefahren, jetzt nicht mit einem Lanz, aber darf er die mit einmal aufhören? Ja, selbstverständlich. Ja? Ja, selbstverständlich. Gut. Ich darf Ihnen bloß nicht aufhelfen. Nein, das darf er nicht. Den Abstand halten. Das mach ich allein. Genau. Also, das ist ja wirklich ein edles Teil. Super. Oh! Gott. Da der Seite ist das eine schwarze Hupe. Jawohl. Gut, na, ich singe euch jetzt einen Gesundheitsjodler, einen ganz einen kurzen. Okay. Ja? Hopsa da Riatulio, hopsa da Reri. Hopsa da Riatulio, hopsa da Reri. Hopsa da Riatulio, hopsa da Reri. Gesundheit, das wünsch ich für die. Bravo, danke. Gesundheit, servus. Ja, danke, Gesundheit. Alles danke. Gute. Und das war's in Oberappersdorf. Die Welt sortiert sich neu, hat der Stefan Pellmeier gesagt. Und ich finde, er hat recht.